Hallo und herzlich willkommen zurück zur Diablo 3 Season Reise. War gerade Reise, sagen. Die Diablo 3 Season Reise. Wahrscheinlich klingt nicht sehr bescheuert dabei. Aber naja. Wir sind Ebene 1, Ebene 2 müssen wir. Au. Oh, oh. Au. Ich mag zwar eine sehr hohe Lebensregeneration haben, wenn ich lange genug stehe, aber das verhindert trotzdem nicht, dass ich mit einem Schlag gekillt werde. Sobald etwas über 138.403 Schaden verursacht, bin ich tot. Zweite Ebene, alle töten. Wollt ihr noch mehr? Und schon waren es nur noch 14. Das ist ein Kreuzritter-Shit. Ey. Wieso kann ich den nicht anvisieren? Wenn das jetzt eine verbuggte Mission ist und ich kann den einen Gegner nicht töten. Ich bin stärker geworden. Davon werde ich noch lange erzählen. 35% mehr Schaden. Da, schon wieder. Habe ich irgendeine Waffe mit einem Sockel noch drauf? Nein. Schade. Sonst hätte ich halt über Dornenschaden ihn töten müssen. Weil der wird doch nicht heimgesucht, also. Vielleicht habe ich ja Glück. Achso, Segen habe ich gerade zwei. Ich lernte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen. Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Und so geht es seit 200 Jahren. Okay, dieser Gegner scheint nicht dazu zu zählen. Wie auch immer man ihn töten soll. Das Problem ist, hier komme ich auch nicht raus. Heißt, ich muss die Höhle vorne aus dem Haupttor wieder verlassen. Das ist ja nervig. Gut, hier ist er nicht. Das heißt, wir können uns zu Königin Arane begeben. Die wir diesmal noch schneller töten werden. Weil wir diesmal noch auf normal spielen. Was nie wieder der Fall sein wird, sobald wir das Set zusammen haben. Lasst mich in Ruhe. Ich muss hier ruhig. Ich habe nicht die Zeit, mich mit euch allen aufzuhalten. Ah, die hier drüben, da halte ich mich schon dran auf.
Und da war er. Ich wusste nicht, ob ich den Gegner schon getötet hatte oder nicht. Also habe ich einfach unten ins Chatlog geschaut und dort stand nur, dass ich ihn angreife, aber nicht getötet habe. Ich glaube, da hängt nur noch der Kopf. Oh. Ich glaube, da habe ich irgendwas getötet. Halt. Hier oben lang. Hoffe ich zumindest. Oh, verfluchte Truhe. Komm hier. Vergeltung! Wir können uns nämlich wieder eine Bonustruhe erarbeiten. Das war nur ein Vorgeschmack. So, nochmal auf den letzten paar Sekunden Rache einsetzen. Und so viele Gegner wie möglich damit reinzuziehen. Das war nur ein Vorgeschmack. Ist nicht ausreichend. 201 Gegner getötet. 3,25. Bonus. Unser verdienter Lohn. Ich bin überlastet. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Ja, aber gleich sehen wir den nicht mehr. Also meine Lebensregeneration hatte gerade ordentlich mit denen zu kämpfen. Ich muss so zurückkehren. Ich habe ein paar neue Sachen. Sie wollen nicht verstehen. Diese kleinen Geister, die mich umgeben, ignorieren erst meine wahre Größe und töten mich dann auch noch. Erst die Hora drin, diese schwerfälligen Narren. Dann die Nephalem. Stellt euch nur vor, sie hätte auf mich gehört. Engel und Dämonen würden uns das Essen servieren. Wir würden sie wie Pferde reiten. Vielleicht gehe ich etwas zu weit. Es ist ja nicht so, dass ihr Verstand so beschränkt wäre. Meiner ist einfach so groß. Da muss man ihm wohl oder übel recht geben. Das Schicksal ist euch heute hold. Er ist halt ein sehr begabter Magier. So, du kommst dorthin, du dort, du dort. Und dich packe ich hier mit hin. Und dann dürfte es dieser Weg sein. Das nehme ich noch gerne mit. 300.000 haben wir jetzt, das ist nicht allzu viel. Ich krieg gerade Schluck auf. Das ist nicht gut. Warum immer in der Aufnahme? Ja. Da habe ich ein Stück zu spät reagiert. Oh, der sieht cool aus. Ich werde mir mal kurz was zu trinken eingießen. In der Zeit kann ich ja schon mal hier
Das Problem ist, Arane muss dreimal wegrennen. Es ist halt vorgeschrieben, dass er dann keinen Schaden mehr bekommt. Kann ich eigentlich... Oh. Kann die Schwierigkeit nicht nochmal erhöhen. Weil ich glaube, eine Stufe könnte ich ruhig hochschalten. Dem Schwachen helfen. Warum ist helfen in Anführungszeichen geschrieben? Die Welt. Eure Furcht verrät euch. Ich frage mich gerade echt, was das für eine Mission sein könnte, wo ich jemanden helfen soll. Und da unten. Die Macht schläft in dem toten Wesen. Wir können sie uns teilen, ja? Ihr werdet helfen. Dann werde ich mir wohl deine Macht nehmen müssen. Euer Schicksal liegt bei euch, Bestie. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich was Neues bekomme und sehe, dass es besser wäre. Und dann stelle ich fest, ach ja, warte, Set. So. Und dann das letzte... Den Überlebenden in Wortham helfen. Diesmal wirklich helfen. Und ich höre gleich einen Schatzgoblin, aber vorher. Ich bin überzeugt, dass eine Bisschen Erfahrung ab. Necken. Blute abschauen! Problem ist, ich muss hinterher. Weil mir der sonst abhaut. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. So, wo haben wir die Miliz? Wollt ihr noch mehr? Irgendwelche losen Bodenplatten. Sind gerade ganz nützlich. Das werdet ihr nicht überleben. Hier, Schutz. Ich ergebe mich nicht. Na, so schockt sich die nicht. Ein Vorgeschmack.
Finsternis erwartet euch. So, Miliz Nummer 1. Nur ein Vorgeschmack. Ja, kommt alle um die Ecke. Hier ist genug Tod für alle da. Richtig, Gegner. So, das war Miliz Nummer 2 und jetzt kommt hier unten Miliz Nummer 3. Klopf, klopf, ich bin da. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung... Ich muss wieder mein eigenes Portal nehmen. Na gut. Kurz strecken. Ist doch früher morgen. Ist die Welt jetzt ein wenig sicherer? Ja. Nehmt dies. Hier habt ihr alle Kopfgelder eingesammelt. Eine Armbrust, die nicht besser ist. Kains Bestimmung. Kains Roben. Ja, hier, Kains Gewand. Angriffsgeschwindigkeit erhöht und mehr Erfahrung. Oh. Das ist nicht schlecht. Drei Gegenstände. Allein mit zwei kriege ich 50% mehr Erfahrung. Okay, Stufe 70. Bringt mir das eh nichts mehr, aber das könnte ich meinem Begleiter mitgeben. Hände, Kopf, Beine, Füße. Hände, Beine, Kopf und Füße. Jetzt kann ich hier nämlich durchgehen. Kains Bestimmung herstellen. Hier brauche ich auch schon die Sachen für. Natürlich auch immer das schöne heilige Wasser. Und die Stiefel. Gut, das ist auch kein schlechtes Set. Bett rein. Hüfte, Füße, Kopf und Hände müsste man halt gucken, ob man das irgendwie kombinieren kann. So, und das würde dann der Templer kriegen, aber ich kann es ihm halt... Aber der muss halt selber noch die Stufe aufsteigen. Hey. So. Na, 10 Minuten haben wir noch. Gucken wir noch in den nächsten Akt. Machen wir mal was in den hohen Himmeln hier. Fackellicht töten. So wie die meisten Missionen in Diablo. Tötet irgendwen. Oh.
Das werdet ihr nicht überleben. Oh, ich glaube, da ist er schon. Und noch einmal. Alles für die letzten paar Gegner. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Oh, 20 Millionen. Und das ist noch für Level 69. Wir müssen in einen gesegneten Altarraum. Schrein der Erleuchtung. Ja, baut doch noch mehr Treppen. Neues Ereignis, nächster Höhlenbrut. Tötet Sao Kabasao. Ist das ein Anspieler? Ihr könnt mich nicht töten. Ich bin zwar nicht der Tod selbst, aber... ich muss da hingehen. So, passt kein Herz mehr, also Moment sammeln. Nicht mal eine Million Erfahrung. Isual steht jetzt noch auf der Abschlussliste. Nein. Große Spanne betreten. Ich bin von meinem Leiden erlöst. Das Schöne ist ja jetzt auch, jede Goldmünze lohnt sich. Nachdem er Anhänger um sich geschart hatte. Ja. Weil jede Münze ist Erfahrung. Ich hoffe mal, ich muss hier lang. Blute abschauen. Oh. Das ging schneller als ich dachte. Für die Truhe gab es auch schon wieder eine Million. Das heißt, wir brauchen auch bald nur noch 15 Millionen. Das nächste Level.
Nee, 10 Millionen nur noch. Magie und Geld von Bonus. Spürt meinen Zorn. Also ein Erfahrungsbonus. Wenn ich richtig liege, ist eine Goldmünze ein Erfahrungspunkt. Ist nicht viel und verkaufen zählt nicht mit rein. Aber trotzdem, jeder Erfahrungspunkt hilft. Mehr Schaden. Aber mein Templer kann den Schild kriegen. Gute Wahl. Und dann sieht es bei dem auch schon besser aus. Ein Wühler kommt selten allein. Wir haben noch 3 Minuten. Ob wir die letzten beiden Kopfgelder schaffen? Also das hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir das schaffen, diese Mission hier, aber die nächste wahrscheinlich nicht mehr. Schon leid, wenn mir sowas aufhält. Oh. Der hat mehr Schaden gemacht, als ich dachte. Unsere Gegner stark sind. Ich ergebe mich nicht. Meine Gegenstände gehen schon wieder kaputt. Noch nicht bereit. Wir haben es geschafft. Ich kehre in die Stadt zurück. Mal eben Sachen reparieren. Sowas muss sein. Es war eine äußerst interessante Erfahrung, all diese Orte zu sehen, die ihr und die Nephalem besucht habt. Ich habe es. Ja, dann braucht eure Unterhaltung. Ach, das wird doch sowas. Ach, die sind jetzt hier unten. Mal nicht abhauen. Ich habe erst 4. Materialchen. Aha. Noch 2 Millionen. Naja, stimmt ja. So, mal gucken, wo muss ich hin? Je nachdem, wie weit ich laufen muss, entscheide ich, ob ich das jetzt noch mache oder in der nächsten Folge. Es ist weit weg. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zum nächsten Part. Und bis dahin. Tschüss.